Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück beim Nerd von Medizin. Und wir sprechen über ein ganz, ganz spannendes Thema, denn man muss ja sagen, in letzter Zeit haben wir oft über Luftnot gesprochen und diskutiert. Das war eigentlich Covid. Covid. Und es hört auch noch lange nicht auf. Aber, Luftnot kann natürlich auch viele andere Ursachen haben. Und eine davon ist ja ein so ein knaller Standardthema, nämlich die COPD. Genau, wer kennt es nicht, ne? Die Spastik in der Nacht, man fährt hin, das liebt jeder Rettungsdienstler, jede Rettungsdienstlerin. Ja, und Philipp, ich bin ja ganz froh, du hast ja viel Zeit in deinem Leben bisher auf einer Intensivstation verbracht, die auch ziemlich viel pneumologische Spezialexpertise und so hat. Und wer also besser, als dich zu befragen, die COPD irgendwie zu besprechen. Philipp, gehen wir es gleich an. COPD, kurz, bitte kurz, was ist das eigentlich? Genau, also COPD ist eine chronisch obstruktive Atemwegserkrankung, Punkt. Im Detail, man muss sagen, eine COPD ist im Endeffekt eine multifaktorielle Veränderung der Lunge. Was soll das bedeuten? Meistens muss man sagen, ist Rauchen der Auslöser dafür, dass sich die Lunge in ihrer Struktur total verändert. Das heißt, führend ist immer eine Atemwegsobstruktion, also eine Spastik, und ganz typisch zur Abgrenzung zum Asthma, wo es immer Schübe gibt, aber die Lunge in der Zwischenzeit immer wieder nahezu gesund ist, ist bei der COPD die Spastik auch nie komplett ganz reversibel. Das ist quasi das Merkmal von der COPD, auch bei der Diagnostik dann wichtig. Aber das ist nicht das Einzige. Bei der COPD verändern sich auch noch ganz viele andere Dinge in der Lunge. Die Elastizität der Lunge nimmt ab. Es kommt zu einer chronischen Lungenüberblähung, dann auch irgendwann zu so einer Emphysemlunge, wo also die Lunge chronisch überbläht ist und dann immer steifer auch wird. Und gleichzeitig muss man sagen, das rechte Herz, das ja die Lunge durchblutet, das hat dann irgendwann eine erhöhte Arbeit, weil die Lunge durch die chronischen Veränderungen die Gefäße dicht macht, die Pulmonalarterien dicht macht. Das heißt, es entsteht dann so eine sekundäre pulmonalarterielle Hypertonie. Das heißt, die COPDler, die haben irgendwann, je nachdem, wie weit fortgeschritten sie in ihrer Erkrankung sind, wirklich eine ganze Menge Probleme und eine wirklich extrem kranke Lunge. Und nochmal ganz kurz, Abgrenzung zum Asthma. Asthma meistens eher allergisch getriggert, irgendwas löst das Ganze aus, dann ist eine extreme Spastik da, aber unter Therapie und wenn das Ganze wieder besser ist, ist die Lunge wieder nahezu gesund. Ja. Mhm. COPD, klassischerweise jemand, der jahrzehntelang geraucht hat oder vielleicht irgendwo im Stahlbetrieb gearbeitet hat und die ganze Zeit irgendwelche giftigen Dämpfe oder Stäube eingeatmet hat, da verändert sich die Lunge und verändert sich dann aber chronisch, ist also nicht mehr reversibel. Okay. Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt so Schübe beim Asthma und bei der COPD gibt es ja dann trotzdem neben der chronischen Krankheit ja die Phasen, wo wir dann häufig den Kontakt haben, nämlich der akute Notfall, die Exazerbation. Mhm. Wenn jetzt so eine chronische Erkrankung schlechter wird, dann gibt es ja irgendwelche Auslöser. Erzähl uns doch nochmal ganz kurz, welche Auslöser gibt es da, an was müssen wir denken, wenn jetzt jemand, wo eine COPD zum Beispiel bekannt ist, plötzlich schlechter wird, schlechter Luft kriegt, eben eine verstärkte pulmonale Obstruktion hat. Genau, also vollkommen richtig. Die Exazerbation der COPD, das ist das, was uns im Rettungsdienst beschäftigt. Den Rest, das behandeln Pulmonologen so nebenbei. Aber wir machen die Exazerbation ganz häufig dann als Notfall. Und was löst das Ganze aus? Also in ungefähr 80% der Fälle sind das Infektexazerbationen. Ne? Das heißt, der COPDler, die COPDlerin, die hat klassischerweise eine Pneumonie. Ja? Viel häufiger, als wir das vermuten, sind auch virale Infektionen da der Auslöser. Also nicht jeder COPDler braucht eine Exazerbation, ein Antibiotikum. Es gibt aber auch natürlich noch andere Auslöser. Also der COPDler, die COPDlerin, die kann auch eine Lungenembolie haben. Dazu neigt man etwas mehr, wenn man schon eine erkrankte Lunge hat. Aber es gibt natürlich auch andere Ursachen, warum man eine respiratorische Insuffizienz akut erleidet. Zum Beispiel einfach eine kardiale Dekompensation. Und man muss wissen, dass COPDler häufig oder deutlich häufiger, etwa doppelt so häufig wie die Normalbevölkerung, auch kardiale Erkrankungen haben. Das heißt, da haben wir ganz häufig so Mischbilder und dann ist es ganz schwierig herauszufinden, was ist jetzt hier Fisch und was Fleisch. Okay, also für mich in der kurzen Zusammenfassung, es gibt relativ viele Auslöser, die meisten sind dann Infekte, nicht alle bakteriell, manchmal auch irgendwas Virales, Covid oder so. Gibt auch noch andere Viruserkrankungen, Influenza und so. Aber auch noch andere Auslöser, besonders hervorzuheben, jetzt die Lungenembolie einerseits und andererseits
die Herzinsuffizienz, die akute, die bei Menschen mit COPD ja dann auch nochmal häufiger ist, weil die noch andere Erkrankungen dazu haben. Mhm. Okay, also wir wissen jetzt grob, was eine COPD macht. Auf der Website steht wie immer mehr. Wir wissen, was eine Exazerbation ist. Was für Symptome haben die Menschen, außer dass sie sagen, ich kriege jetzt nicht so gut Luft? Das wäre einfach sonst. Genau, also die Exazerbation, ich habe ja nicht genau gesagt, was das ist. Also man muss sich vorstellen, der chronisch lungenkranke Mensch, der kommt aber irgendwie mit seiner chronisch kranken Lunge gut zurecht. Und die Exazerbation bedeutet ja eigentlich, dass das System jetzt kippt, ja, mhm, und eben meine eigene Atemarbeit nicht mehr ausreicht, um die kranke Lunge ausreichend zu ventilieren. Ja. Und wie erkenne ich das Ganze jetzt? Naja, das Allerbeste ist, wir fragen den Patienten. Also wenn uns ein Patient mit chronischer COPD begegnet oder eine Patientin, dann kennt die ihren Körper sehr, sehr gut und ihre Lunge. Die werden uns also sagen, ich habe heute total Atemnot, und das muss man immer ernst nehmen. Ja. Die erkennen meistens ihre Exazerbation selbst sehr gut. Jetzt kann man an den Patienten herantreten und kann einfach mal auskultieren. Was wird man dann hören? Eine extreme Spastik. Aber man hört nicht immer in der Exazerbation eine Spastik, sondern gerade bei den extremen Exazerbationen ist es so, dass da kaum noch eine Ventilation der Lunge stattfindet. Das heißt, silent lung, man hört dann eigentlich gar nichts mehr. Ja. Ist noch viel, viel größeres Warnsignal, als wenn man da jetzt die totale Spastik hört, weil Spastik bedeutet zumindest, da findet noch ein Gasaustausch irgendwo statt. Das wäre jetzt für mich quasi Kiemen, also so ein Quietschen. Genau, blöd gesagt, ne? So. Ja. Vielleicht. Verlängertes Expirium, langes Ausatmen. Langes Ausatmen und in dem Ausatmen eben dieses. Kann ich es nicht nachmachen. Oh, machst du schon ganz gut. Ja, danke. Ja, aber wie gesagt, nochmal: Warnsignal, silent lung ist also wirklich, da findet kaum noch ein Gasaustausch statt, deswegen finden da auch keine Geräusche mehr statt in der Lunge, und das ist eigentlich ein totales Warnsignal. Das ist das eine. Das andere ist die Hypoxie. Ja? Wenn jetzt wir zur COPD erkrankten Person kommen und wir sehen, da ist die Sauerstoffsättigung nur 70, ja, dann wird auch das wahrscheinlich eine Exazerbation sein. Obwohl es natürlich auch andere Gründe gibt, warum so ein Patient hypoxisch werden kann. Aber. Okay, jetzt so was ganz Klares, das jetzt nur anhand der Symptomatik von einem Asthma zu unterscheiden, ist wahrscheinlich schwierig, oder? Also die Bronchoobstruktion, das Auskultieren, das ist ja dann wahrscheinlich relativ ähnlich, auch die Hypoxie und so weiter. Also, wenn ich das für mich so einordne, die Diagnose einer COPD-Exazerbation ist immer eine Kombination aus der Anamnese, dass wir die Erkrankung entweder kennen oder vermuten, weil, weiß ich nicht, 5000 Stangen Zigaretten da rumliegen, plus die Symptomatik, oder? Allein mit der, das ist nicht so wie beim Herzinfarkt, da sehen wir die EKG-Veränderungen, alles Taco. Genau, ne? Also das ist aber total schwierig. Martin, du hast total recht, weil das sind häufig so Overlap-Syndrome, so ein Übergang zum Beispiel von einem allergischen Asthma hin zu einer COPD bei einem Asthmatiker, der ganz viel raucht. Das gibt es natürlich auch, und dann kann natürlich auch eine Exazerbation stattfinden, weil jetzt der Pollenflug ganz stark da ist und weil ich sowieso auch ein bisschen asthmatische Komponente mit dabei habe und jetzt meine COPD so richtig zum Tragen kommt. Also man kann das nicht so richtig differenzieren, aber in der Akuttherapie ist es gar nicht so extrem relevant. Auch zum Beispiel die kardiale Dekompensation hört sich ja auch häufig spastisch an. Ne? Spastisch, da haben wir dieses periponchiale Cuffing und dieses periponchiale Ödem, was die Bronchien eng macht. Das heißt, da ist es häufig schwierig, einfach das Ganze wirklich auseinander zu klamüsern. Der COPDler klassischerweise, der kennt seine Erkrankung. Ne? Der hat schon 10 Sprays irgendwie, die er da andauernd auf dem Tisch rumliegen hat. Ne? Lauter Spacer und sowas, hat vielleicht auch schon eine LTOT-Therapie, also eine Langzeitsauerstofftherapie. Und wir kommen in die Wohnung rein, es riecht nach Rauch. So, das wäre jetzt das klassische Fallbeispiel, wenn ich jetzt eine Prüfungssituation irgendwie mir ausdenken würde. Na, das sind natürlich starke Hinweise. Okay, du hast schon einen guten Satz gesagt, nämlich die Therapie. Das, finde ich, ist ja das Wichtigste, was wir jetzt dann konkret tun wollen. Da gibt es ja einige Punkte. Philipp, Überblick, Therapie, akute Exazerbation der COPD, was tun wir? Ja, genau. Also Bronchodilatation. Ne? Wir lassen den Patienten inhalieren. Man könnte jetzt natürlich genauso auch hingehen und dem das Salbutamol-Dosiererosol geben, aber das ist in der Exazerbation häufig viel schwieriger. Das muss man den Patienten gut anleiten. Die müssen vernünftig einatmen können. Was wir machen, ist jetzt, glücklicherweise gibt es das mittlerweile überall, die Verneblermasken. Da tue ich Salbutamol und Atrovent, eine Fiole rein, zack, und lasse den Patienten da mal ein bisschen dampfen, während ich mit ihm spreche. Ne? Und ich sage immer, ein COPDler, der muss richtig viel gedampft haben,
bevor man sagen kann, der reagiert überhaupt nicht auf die Therapie. Das heißt, wenn ihr jetzt Salbutamol Atrovent vernebelt habt und ihr merkt, da ist immer noch eine extreme Spastik da und ihr macht euch jetzt über das weitere Management Gedanken, dann lasst ihn nochmal Salbutamol einfach inhalieren. Atrovent oder Ipratropiumpromid wirkt relativ lang. Das macht dann erst nach 30 Minuten wieder Sinn. Aber Salbutamol kann man auf jeden Fall nochmal eine zweite Dosis geben. So. Vernebeln. Vernebeln, genau. Nummer zwei. Was noch? Genau. Nummer zwei. Wir geben Kortikosteroide, Prednisolon klassischerweise. Mhm. Und jetzt werden manche sagen, ja klar, dann ziehe ich halt die 250 Prednisolon immer auf, ne, und dann zack, dann spritze ich dir den Patienten. Oder gleich zwei. Ja, genau, oder gleich zwei. Irgendwie haben wir ja den Hang dazu, das ist aber falsch. Ja? Sondern 50 Milligramm reichen vollkommen aus. Man sagt so 0,5 Milligramm pro Kilogramm oder 50 Milligramm steht in der Leitlinie drin. Und das reicht. Es ist übrigens auch egal, ob wir es dem Patienten oral oder IV geben. Das IV-Gabe ist nicht effizienter. Das heißt, wenn wir jetzt da eine Tablette rumliegen haben, können wir das den Patienten, die Patientin auch schlucken lassen. Das nur mal so nebenbei. Und jetzt kann man sagen, oh, ist ja egal, ne? Ich spritze immer 250, ich ändere mein Regime auch nicht. Das ist aber Mist, weil das ist ein Immunsuppressivum, ja? Bei Patienten, die sowieso gefährdet sind, Infekte zu bekommen. Also das ist einfach eine falsche Therapie. Und dann verwirft man die anderen 200 Milligramm, als sie den Patienten reinzujubeln. Außerdem haben Kortikosteroide noch als Nebenwirkung Hyperglykämien, ja? Das heißt, 50 Milligramm mehr nicht. Okay, das ist doch mal ein klares Statement. Ich bin gespannt auf die Kommentare. Wir werden sehen, wie das so aufgenommen wird. Okay, also wir lassen inhalieren, wir geben Cortison. Zum Sauerstoff würde ich sagen, belassen wir es dabei bedarfsadaptiert und alles andere diskutieren wir dann in einem speziellen Teil nochmal. Jetzt reicht das alles nicht. Philipp, was ist jetzt zu die nächste Eskalationsstufe, wo ich sage, ey, der Mensch wird immer müder, der erschöpft sich immer mehr, man merkt schon, ne, schnauft mit aller Kraft und das nimmt kein gutes Ende, wenn wir nicht jetzt was tun. Ja, dann machen wir jetzt die NIF. Okay. Ja, die NIF ist eigentlich die perfekte Therapie für die Exazerbation der COPD als Beatmungsstrategie. Und erreicht ganz, ganz häufig tolle Erfolgsergebnisse. Ich würde sagen, über Beatmung insgesamt und auch so die Feinheiten der COPD machen wir einfach nochmal ein zweites Video und gehen darauf spezifisch ein. Aber ganz generell muss man sagen, wenn es nicht besser wird unter dem genannten, also nochmal Inhalationstherapie, 50 Milligramm Prednisolon, sauerstoffbedarfsadaptiert, ja, dann nehmen wir die NIF. Und wenn wir in der Notaufnahme wären übrigens, machen wir mal eine BGA. Ganz coole Leute haben das auch auf den Rettungsmitteln, Nürnberg. Und wenn jetzt der pH unter 7,3 ist, ja, und eine Hyperkapnie vorliegt, dann wäre das auch die Indikation zur NIF. Also dann weiß man, dann wird es zumindest nach Leitlinien empfohlen. Okay, Philipp, lass mich nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben uns gerade über die COPD unterhalten, eine chronische Lungenerkrankung, wo die Lunge zwischen verschiedenen Exazerbationen, das ist die Notfallsituation, die wir normalerweise sehen, nie ganz gesund wird, sondern chronisch erkrankt ist. Häufig auch noch Co-Erkrankungen vorliegen, ob das jetzt irgendwelche asthmatischen Sachen sind, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Herzerkrankungen. Meistens liegen da verschiedene Sachen vor und genau was jetzt, welcher Faktor da wie auslöst, ist häufig schwer zu erkennen. Klassische Trigger von so einer Exazerbation sind Infekte, können aber auch eben zum Beispiel Herzinsuffizienz oder Lungenembolie sein. Symptomatik ist die ausgeprägte Bronchoobstruktion, Spastik, wie du sagst, also das Giemen, das Quietschen und potenziell eine Hypoxie. Und behandeln tun wir mit Inhalation als Erstangriff, zack drauf. Wir geben Prednisolon oder Corticosteroid, 50 Milligramm Prednisolon, nicht mehr, Sauerstoff je nach Bedarf und NIF, wenn es schlechter wird oder die BGA in die Richtung geht. Zum Thema NIF, zu ganz vielen anderen Specials, nämlich Sauerstoff. Wie darf man Sauerstoff geben bei COPD? Oh Gott, ihr tötet alle Menschen. Oder wie geht es weiter? Was ist mit Theophyllin? Das war doch auch irgendwie mal ganz in und so. Dazu gibt es ein zweites Video, COPD Specials. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Philipp, vielen Dank. Und noch vielleicht einen kleinen Kommentar, weil viele Rettungsdienstler rauchen und manchmal auch Betroffene uns anschauen. Das Beste, um COPD zu behandeln, ist einfach aufzuhören zu rauchen. Punkt. Und zwar immer, auch wenn man schon endgradige COPD hat. Einfach aufhören zu rauchen, fertig. Ja, einfach, glaube ich, ist nicht so einfach, aber der Hinweis ist natürlich ein sehr, sehr guter. Wir freuen uns total auf eure Kommentare. Wir sind gespannt, beide. Ich bin gespannt auf die Prednisolon- und Sauerstoffdiskussion. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Nerdfamilien. Ciao. Ciao.